Herzlich willkommen zu unserem heutigen IHK-Spezialwebinar zum Thema steuerliche Gestaltungsmöglichkeiten von Holdinggesellschaften. Bevor Herr Gnediger, der Steuerberater bei AW Treuhand und gleichzeitig als Geschäftsführer der Digitex GmbH tätig ist, mit dem Vortrag beginnen kann, kurz die organisatorischen Dinge vorab gestellt. Wir zeichnen das Webinar auf. Sie bekommen den Link sowie die Präsentation im Nachgang. Sie können auch selbstverständlich Ihre Fragen während des Vortrags stellen, die wir aber am Schluss des Vortrags beantworten. Nun wünsche ich Ihnen eine informative Veranstaltung und übergebe die Bühne Herr Gnediger. Danke. Herr Gnediger, bitte sehr. So, vielen Dank. Ich darf Sie auch ganz herzlich begrüßen zum heutigen Webinar. Mein Name ist Tobias Gnediger und wie gesagt Steuerberater bei der AW Treuhand. Und wir werden uns heute die nächste Stunde um die steuerlichen Gestaltungsmöglichkeiten Gedanken machen bei den Holdinggesellschaften. Ich darf Ihnen zunächst mal kurz meine Gliederung vorstellen. Wir sind hier im zweiten Teil vom Holding-Seminar. Der erste Teil ging um die Gründung und die steuerliche Gestaltung der Holding und der Organschaft. Wir schauen uns hier nochmal die wesentlichen Punkte an. Zweiter Punkt wäre dann Gestaltungen der Holding ohne den Ergebnisabführungsvertrag oder Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag, also EAV oder BGAV. Dritter Punkt ist dann die Nichtveranlagungsbescheinigung für die Holdinggesellschaften. Der vierte Punkt, die Holding über die Landesgrenze, sprich außerhalb von Deutschland im internationalen Bereich. Fünfter Teil ist dann die doppelstöckige Holding und im sechsten Teil verkleinern wir die Struktur anschließend wieder. Die letzten beiden Punkte sind noch kleinere Themen am Rande, die Nutzung der Holding zur privaten Altersvorsorge und insolvenzrechtliche Besonderheiten. Und beenden möchte ich das Ganze gern mit einem kurzen Fazit und einer abschließenden Zusammenfassung. So starten wir auch kurz mit dem Rückblick, die Voraussetzungen der Holding und der Organschaft. Wir erinnern uns, beziehungsweise für diejenigen, für die es neu ist, Zweck einer Holding ist immer das Halten und Verwalten von Beteiligungen an Unternehmen. Ich übe sozusagen über meine Holdinggesellschaft Kontrolle über die darunter liegenden Tochtergesellschaften aus. Und die Holding agiert eben oben drüber als Dachgesellschaft und hält einfach nur die Beteiligung und hat in der Regel keinen operativen Geschäftsbetrieb. Aufgaben daher in der Regel nur Verwaltungsaufgaben, teilweise auch Finanzierungsaufgaben oder vielleicht Führungsfunktionen, die übernommen werden und für alle Tochtergesellschaften dann ausgeübt werden. Die Holding selber ist keine eigene Rechtsform, wie zum Beispiel die GmbH, sondern einfach nur eine besondere Organisation, wie ich mein Unternehmen strukturieren kann. Denn grundsätzlich kann jede Gesellschaft eine Holding sein. Vereinfacht würde das wie folgt aussehen. Sie sind jetzt zum Beispiel hier oben der Gesellschafter und halten 100% der Anteile an Ihrer GmbH, an der Holding GmbH. Und die wiederum hat eine oder vielleicht sogar mehrere operative Gesellschaften hier unten angesiedelt. Und das wäre so die einfachste Form von der Holding. Das kann man natürlich ein bisschen weiter auf die Spitze treiben, indem man folgende Konstruktionen zum Beispiel macht. Wir haben hier vier Unternehmensebenen. Zum einen eben oben unsere Dachholding, also die Muttergesellschaft, die an allem beteiligt ist. Hier ist es konstruiert über eine Auslandsholding, die wiederum nach Regionen aufgeteilt ist. Und ganz unten sehen wir jetzt die operativen Gesellschaften in verschiedenen Ländern zum Beispiel. So könnte man das Ganze jetzt strukturieren. Oft in Kombination mit der Holding wird dann auch der Begriff von der Organschaft verwendet. Und eine Holding kann ich unabhängig von der Organschaft machen, aber eine Organschaft geht nur im Zusammenhang mit der Holding. Organschaft ist einfach nur die gesetzliche Verbindung zwischen diesen zwei Unternehmen oder auch vielleicht mehreren Unternehmen, je nachdem, wie viele Tochtergesellschaften ich angesiedelt habe. Und hier ist es dann eben so, dass mein Organträgerunternehmen, das oben steht, beherrscht die ganzen Tochtergesellschaften, die unten drunter stehen und ist wirtschaftlich von den Tochtergesellschaften abhängig, weil die Holding ja keinen operativen Geschäftsbetrieb hat. Durch diese Organschaft kann ich dann eben bestimmte steuerliche Vorteile erlangen, zum Beispiel die Möglichkeit von der Verlustverrechnung oder, und das ist ganz wichtig, ich habe es extra fett markiert und unterstrichen, weil es geht immer nur entweder oder.
die fast vollständige steuerfreie Gewinnausschüttung. Aber da kommen wir dann später noch dazu, was wir alles machen können. Grundsätzlich gibt es bei der Holding aber keine spezielle Individualbesteuerung. Die Besteuerung hängt einfach davon ab, welche Rechtsform meine Holdinggesellschaft überhaupt hat. Zum Beispiel die GmbH wird besteuert mit Körperschaftssteuer. Die Personengesellschaft wird aufgrund vom Transparenzprinzip bei den Gesellschaftern besteuert. Und je nachdem, welche Rechtsform ich habe, dementsprechend wird das Ganze besteuert. Und erst durch bestimmte steuerliche Verträge erlange ich eben dann die Vorteile in Kombination mit der Organschaft. Relevant ist hier vor allem das Aktiengesetz. Hier gibt es aktienrechtliche Vorschriften und die gelten für alle Rechtsformen. Also auch wenn ich eine GmbH habe, eine Personengesellschaft oder ein Einzelunternehmen. Stichwort sind hier die Unternehmensverträge im 291 Aktiengesetz. Da ist einmal der Beherrschungsvertrag und einmal der Gewinnabführungsvertrag genannt. Finde ich ein bisschen unglücklich, die Wortwahl, weil es geht nicht nur um den Gewinnabführungsvertrag, sondern um das Ergebnis der Organgesellschaft. Denn nur so komme ich ja zu einer Gewinn- oder Verlustverrechnung, wenn ich positive und negative Ergebnisse abführe und nicht nur die Gewinne, weil dann würden ja die Verluste bei der Organgesellschaft bleiben und könnten ja nicht verrechnet werden. Deshalb am besten, bei mir ist es jetzt der EAV, also der Ergebnisabführungsvertrag, oder der BGAV, der Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag. Und wenn ich eben diesen EAV oder BGAV abschließe, hier genannt jetzt, den Ergebnisabführungsvertrag oder Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag und eine Verlustübernahmeverpflichtung einrichte, dann werden eben alle Ergebnisse der unten liegenden Organgesellschaften nach oben transferiert und können dann verrechnet werden. So gilt es für die ertragsteuerliche Organschaft. Wir müssen jetzt aber noch unterscheiden für die Umsatzsteuer. Die Umsatzsteuer läuft immer extra. Hier haben wir drei Voraussetzungen. Einmal finanzielle, wirtschaftliche und organisatorische Eingliederung. Finanzielle ist einfach nur die mehrheitliche Beteiligung von der Muttergesellschaft an der Tochtergesellschaft, also größer als 50%. Wirtschaftlich meint die wirtschaftlichen Geschäftsbeziehungen, sollte von wesentlicher Bedeutung sein, also zum Beispiel der Darlehensvertrag, die reine Geldüberlassung, das reicht nicht aus. Und organisatorisch heißt, dass die Organträgerin, also die Muttergesellschaft, ihren Willen bei den Tochtergesellschaften durchsetzen kann. Und wie kann man das erreichen? Indem oben und unten der gleiche Geschäftsführer zum Beispiel ist. Also die Personalunion wäre das. Dann habe ich alle drei Voraussetzungen erfüllt und dann habe ich die umsatzsteuerliche Organschaft. Wenn ich jetzt eine Organschaft bilden möchte, brauche ich natürlich einen Organträger, sprich eine Holdinggesellschaft. Und hier ist wichtigste Voraussetzung, es muss ein gewerbliches Unternehmen sein. Zum Beispiel eben eine GmbH, die ja Kraft Rechtsform schon der Gewerbesteuer unterliegt. Es darf keine Vermögensverwaltungsgesellschaft sein, sprich keine Kapitalverwaltungsgesellschaft, keine reine Vermietungsgesellschaft. Es darf natürlich auch keine steuerbefreite Gesellschaft sein, zum Beispiel jetzt ein gemeinnütziger Verein, weil sonst würden ja Gewinne oder Verluste auf eine steuerfreie Gesellschaft transferiert werden und da überhaupt nicht besteuert werden. Wäre natürlich das Steuersparmodell, das geht leider nicht. Und Organträger kann auch natürliche Person sein oder eine Personengesellschaft, muss aber immer gewerblich sein. Also es kann auch ein Einzelunternehmen sein, ein gewerbliches, eine gewerbliche Personengesellschaft, darf also nicht gewerblich entprägt sein oder eben vereinfacht eine GmbH. Das wäre so der Klassiker. Deshalb hier nochmal die Kurzzusammenfassung: gewerbliche, natürliche oder juristische Person oder eine Personengesellschaft. Wäre alles möglich. Die Organgesellschaft selber muss eine europäische Gesellschaft sein, die sogenannte SE, oder eine Aktiengesellschaft oder eine Kommanditgesellschaft auf Aktien, die KGaA, oder auch ganz klassisch eine GmbH. Und hier ist Voraussetzung, dass wir Geschäftsleitung im Inland haben und der Sitz der Gesellschaft, der muss in der EU oder in der EWR sein. Also entweder in Norwegen, Island oder Liechtenstein zum Beispiel, das sind die sogenannten Nilstaaten. Und hier ist der große Vorteil, dass ich nicht mehr den doppelten Inlandsbezug habe. Weil früher war es so,
Wenn ich eine GmbH habe, dann muss die Geschäftsleitung im Inland sein und der Sitz der Gesellschaft, der muss auch im Inland sein. Jetzt wäre es möglich, Geschäftsleitung in Deutschland, Sitz der Gesellschaft kann auch in Spanien sein zum Beispiel. Eine Personengesellschaft ist grundsätzlich mal keine Organgesellschaft. Hier gibt es auch Ausnahmen, aber bei den Personengesellschaften gibt es einige steuerrechtliche Besonderheiten zu beachten, wenn man die als Organgesellschaft in diesen Organkreis eingliedern möchte. Hier gibt es auch viel BFH-Rechtsprechung regelmäßig dazu. Also hier ist ein ständiger Wandel am einfachsten und das ist in der Regel auch die Praxis, nimmt man eben eine GmbH. Und dann sieht das Ganze wie folgt aus. Wir haben oben unsere Holdinggesellschaft, unseren Organträger, unsere Dachgesellschaft und die ist mehrheitlich beteiligt in der Regel an den Organgesellschaften. Also unsere operativen Unternehmen hier unten, zum Beispiel Produktion, Vertrieb und Marketing könnten hier angesiedelt sein, könnte man für jeden Geschäftsbereich eine eigene Gesellschaft gründen. Und dann kann ich meinen Ergebnisabführungsvertrag abschließen oder eben den BGAV. Dann kann ich von den drei Gesellschaften Gewinne und Verluste nach oben transferieren und oben werden sie dann verrechnet. Das wäre mal so die Ausgangssituation für ein Holding-Konstrukt und eben für die Organschaft, sowohl für die Ertragssteuer aufgrund dieses Vertrages, den ich eben abschließen muss, und für die Umsatzsteuer, weil in dem Fall wären alle unsere Voraussetzungen erfüllt. Wenn wir mal davon ausgehen, größer 50% wirtschaftliche Geschäftsbeziehungen untereinander und aufgrund dieses Beherrschungsvertrags kann natürlich der Organträger den Willen bei den Organgesellschaften auch durchführen. Dann wäre alle Voraussetzungen wären dann erfüllt für diese umsatzsteuerliche Organschaft. Kommen wir jetzt zu den neueren Punkten. Zunächst mal die Gestaltungen ohne diesen Ergebnisabführungsvertrag oder den BGAV. Denn wenn ich einen Ergebnisabführungsvertrag abgeschlossen habe, kann ich keine Gewinnausschüttungen machen, weil ich muss ja aufgrund dieses Vertrags sowieso alle meine Ergebnisse nach oben, ich sag mal, ausschütten oder zufließen. Und ohne diesen Vertrag gibt es keine ertragssteuerliche Organschaft. Außer eben die Voraussetzungen für die Umsatzsteuer werden erfüllt. Das heißt, es kann auch auseinanderfallen. Ich kann eine umsatzsteuerliche Organschaft haben, aber keine ertragssteuerliche. Das wäre möglich. Wenn also die Voraussetzungen finanziell, wirtschaftlich und organisatorisch erfüllt sind, habe ich meinen Organkreis für die Umsatzsteuer. Ertragssteuerlich eben nicht. Und in unserer Konstellation schauen wir die rechte Seite an, dass wir zum Beispiel eine Beteiligung haben von 100% von der Mutter an der Tochter. Dann bestehen hier Geschäftsbeziehungen und dann habe ich zum Beispiel oben, sind Sie als Geschäftsführer angestellt und unten ist ein fremder dritter Geschäftsführer. Dann habe ich nämlich keine umsatzsteuerliche Organschaft, einfach weil nicht alle Voraussetzungen gleichzeitig erfüllt sind. So, jetzt kann ich zum Beispiel von der Tochtergesellschaft, die operativ tätig ist, die erwirtschaftet Gewinn, da wird beschlossen, man macht eine Gewinnausschüttung. Die Gewinnausschüttung, das sind Einkünfte aus Kapitalvermögen, auch bei der Muttergesellschaft, werden allerdings aus Gründen der Besteuerung für die GmbH, die ja Kraftgesetz gewerbliche Einkünfte erfüllt, wird das Ganze umqualifiziert in gewerbliche Einkünfte. Aber dennoch gibt es Kapitalertragssteuerabzug. Die Tochtergesellschaft ist verpflichtet, eben 25% Kapitalertragssteuer einzubehalten, zuzüglich Solidaritätszuschlag. Den gibt es bei juristischen Personen immer noch und eben an das Finanzamt abzuführen. Schauen wir uns hierzu ein kurzes Beispiel an. Wir haben eine Gewinnausschüttung von 100.000 Euro von der Muttergesellschaft an die Tochtergesellschaft nach oben. Und hier wird jetzt Kapitalertragssteuer und Soli einbehalten. Das macht zusammen 26,375% aus. Sprich, es verbleiben nur noch knapp 74.000 Euro, was tatsächlich der Liquiditätszufluss zur Muttergesellschaft ist. Und das landet schließlich auf dem Bankkonto bei der Holdinggesellschaft. So, jetzt würde ich fragen, wie verbucht man das? Aber dazu kommen wir jetzt auch gleich. Wir buchen bei der Muttergesellschaft oben in der Bilanz natürlich den Zahlungseingang auf dem Bankkonto. Einmal diese knapp 73.000 Euro. Steuern müssen wir bezahlen. Das wird
als Aufwand erfasst, Kapitalertragssteuer und Solidaritätszuschlag. Und die Gewinnausschüttung hier drüben, 100.000 Euro brutto, wird als Ertrag erfasst bei der Muttergesellschaft. Und jetzt könnte man sich denken, es landet das bei meiner GmbH oben. Bei der GmbH habe ich ja meine Körperschaftssteuer mit 15% und Gewerbesteuer auch mit circa 15%. Gewerbesteuer ist immer abhängig ein bisschen vom Gewerbesteuerhebesatz. Je nachdem, in welcher Region ich bin, komme ich aber ungefähr auf eine Steuerbelastung von 15-16%. Und dann hätte ich ja auch 30% Steuern, die ich zahlen muss. Und dann wurde ja vorher noch Kapitalertragssteuer und Soli einbehalten mit über 26.000 Euro. Also muss ich im Prinzip 56.000 Euro Steuern zahlen. Dann hätte ich ja faktisch eine Doppelbesteuerung. Das ist natürlich nicht der Fall. Denn die Gewinnausschüttung oben ist zu 95% bei der Muttergesellschaft steuerfrei. Einzige Voraussetzung hier ist eine Mindestbeteiligung von 10%. Und diese 10%-Quote, da kommen wir jetzt heute auch noch öfters drauf zu sprechen, die muss aber immer vom Beginn des Wirtschaftsjahres an vorliegen, also darf nicht erst unterjährig begründet werden. Das heißt, wir haben eine 95%ige Steuerbefreiung, weil im Ergebnis wird das Ganze außerbilanziell korrigiert. Also wir buchen in der Bilanz 100.000 Ertrag, ziehen das Ganze außerbilanziell wieder ab, also minus 100.000. Und dann gibt es Kraftgesetz eine Besonderheit. Und das sind hier die 5% nicht abzugsfähigen Betriebsausgaben. Die sind pauschal, die fallen immer an. Die werden wieder außerbilanziell hinzugerechnet, damit ich im Ergebnis eben auf meine 95% hier kommen. Das Ganze ist dann steuerfrei. Vorteil ist natürlich, ich muss nur diese 5% besteuern. Das Ganze mit Körperschaftssteuer und Gewerbesteuer. 30% in meinem Beispiel auf 5.000 Euro sind nur 1.500 Euro. Heißt, im Ergebnis zahle ich nicht 56.000 Euro Steuern, sondern nur knapp 1.500 Euro. Da habe ich immer eine Steuerbelastung von 1,5%. Bei einer Gewinnausschüttung von GmbH an GmbH. Und die Kapitalertragssteuer und der Soli, wir erinnern uns, haben wir vorher als Aufwand gebucht. Aber ich kann natürlich Steuern nicht steuerlich geltend machen und abziehen. Das gilt aber als Steuervorauszahlung und wird am Ende bei der Muttergesellschaft wieder angerechnet. Sprich, ich habe keine Doppelbesteuerung, sondern zahle eben nur 1,5% Steuern im Ergebnis. Kommen wir zum dritten Punkt, die Nichtveranlagungsbescheinigung für Holdinggesellschaften. Zunächst mal Nichtveranlagungsbescheinigung. Vielleicht kennt der ein oder andere den Begriff. Es ist die sogenannte NV-Bescheinigung und taucht in der Regel bei Privatpersonen auf mit Einkünften aus Kapitalvermögen. Weil hier geht es immer darum, jemand bekommt Kapitaleinkünfte, kann diesen Antrag stellen, dann wird auf den Kapitalertragssteuerabzug verzichtet, wenn am Ende eh keine Steuer rauskommt, wenn die Kapitalerträge entweder so gering sind oder der Grundfreibetrag einfach nicht überschritten wird. Ja, das gilt für Privatpersonen, aber jetzt sind wir ja bei der GmbH und im betrieblichen Steuerbereich. Jetzt ist natürlich die Frage, was kann man hier machen? Hier ist es nämlich so, wir erinnern uns, die Holdinggesellschaft hat keinen operativen Geschäftsbetrieb, also die erzielt in der Regel keine Einkünfte, sondern hält einfach nur die Beteiligung an den Tochtergesellschaften. Vielleicht wird noch eine Geschäftsführungsfunktion übernommen gegen Entgelt und dann bleibt ein kleines Ergebnis oben, aber in der Regel wird ja keine Produktion oder Vertrieb oder Marketing oder Ähnliches erfolgen. Deshalb, wenn wir uns an die Gewinnausschüttung von eben erinnern und Kapitalertragssteuer und Soli wird einbehalten, dann habe ich ja grundsätzlich einen erheblichen Liquiditätsnachteil, weil diese 26,375%, die müssen abgeführt werden bei der Gewinnausschüttung und werden erst im Nachhinein bei der Veranlagung wieder angerechnet. Das Problem ist jetzt, wenn wir jetzt den Jahresabschluss 22 nehmen, der wird in den meisten Fällen jetzt noch nicht fertig sein, vielleicht Ende des Jahres, vielleicht auch erst Anfang nächstes Jahr. Und dementsprechend lange müssen Sie natürlich auf diese 26.375 Euro wieder warten, die vorher ja schon ans Finanzamt abgeführt worden sind. Im Ergebnis ist es einfach nur ein Darlehen fürs Finanzamt und das möchte ja eigentlich keiner von uns machen.
Deshalb gibt es eine Nichtveranlagungsbescheinigung. Der Begriff ist auch ein bisschen schlecht gewählt, weil es entspricht eigentlich eher einer Freistellungsbescheinigung, denn auch eine Holdinggesellschaft muss sich natürlich veranlagen. Sprich, die muss ihre handels- und steuerrechtlichen Pflichten erfüllen. Die muss den Jahresabschluss aufstellen. Der besteht ja aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung, Anhang und je nach Unternehmensgröße sogar nach der Lagebericht. Dann natürlich die Steuererklärungen, Körperschaftssteuer, Gewerbesteuer und Umsatzsteuer. Muss natürlich die Holding auch machen. Also da kommt man nicht drum herum durch diese Bescheinigung. Ja, was ist jetzt die Voraussetzung dafür? Zum einen die Höherprüfung, das heißt die Kapitalertragssteuer, die bei der Gewinnausschüttung einbehalten wird, die muss größer sein als die Steuer, was die Holdinggesellschaft selber zahlen würde. Das heißt, die sogenannte Überbesteuerungssituation ist es. Und wenn die Holdinggesellschaft jetzt keinen Geschäftsbetrieb hat, dann kommt da natürlich kein Ergebnis raus und es gibt keine Besteuerung oder keine Körperschaftssteuer. Und dann sind diese Voraussetzungen in der Regel erfüllt. Schauen wir uns hierzu unser Beispiel von gerade eben nochmal an. Wir haben 100.000 Gewinnausschüttung und knapp 26.000 Euro Steuerabzug. Und wenn jetzt die Muttergesellschaft als reine Holding keine Einkünfte hat, dann kommt natürlich Steuer 0 raus und Kapitalertragssteuer ist somit höher. Dann sind diese Voraussetzungen erfüllt. Ich kann diese Bescheinigung beantragen und das heißt, ich habe bei der Gewinnausschüttung von den Tochtergesellschaften an die Muttergesellschaft kein Steuerabzug und somit die Ausschüttung brutto wie netto und muss nicht erst ein Jahr, zwei oder vielleicht sogar drei Jahre warten, bis das Ganze wieder vom Finanzamt angerechnet wird. Je nach Bearbeitungsdauer, vor allem auch vom Finanzamt. Dann gibt es hier diesen Antrag auf Ausstellung der Bescheinigung, geht immer an das zuständige Betriebsfinanzamt. Dann kann man hier entsprechend auswählen, welche Möglichkeit man hat. Und im betrieblichen Bereich sind wir hier ganz rechts, gemäß § 44 Absatz 5, kann man hier das Kalenderjahr eintragen. Und die Bescheinigung gilt dann grundsätzlich mal für drei Jahre und muss dann neu beantragt werden, kann aber auch vom Finanzamt eben widerrufen werden. Oder wenn die Holdinggesellschaft auf einmal mehr Einkünfte hat, dann ist das anzeigepflichtig. Das wäre eine Möglichkeit, wie man hier, ich sage mal, eine steuergünstige Gestaltung machen kann. Der zweite Punkt wäre jetzt, insbesondere wenn wir landesübergreifend tätig sind. Deshalb schauen wir uns hier kurz auch ein Beispiel an. Wir haben die Muttergesellschaft, die ist jetzt bei mir in Italien und die Tochtergesellschaft ist in Deutschland. Und die Tochtergesellschaft wieder hier unten, die ist zum Beispiel für die Produktion zuständig und den Verkauf von Produkten. Hier wird Gewinn erwirtschaftet. In dem Fall wäre eine ertragsteuerliche Organschaft möglich. Wir erinnern uns, eine Organgesellschaft muss eine GmbH zum Beispiel sein oder eine AG oder KGaA mit Geschäftsleitung in Deutschland und Sitz in der EU. Also es würde auch gehen, wenn die Geschäftsleitung jetzt in Deutschland wäre und der Sitz wäre in Spanien zum Beispiel, dann wäre das auch möglich. Und die Organträgerin ist in Italien. Und das muss einfach nur eine aus deutscher Sicht gewerbliche Person sein, sprich natürlich oder juristisch. In dem Fall eine GmbH ist Kraft Rechtsform gewerbesteuerpflichtig. Und in Italien heißt es nicht GmbH, sondern einfach nur SRL. Und es gibt diesen sogenannten Rechtstypenvergleich. Da gibt es eine Liste, da kann man schauen, was entspricht einer deutschen GmbH, damit eben diese Voraussetzung erfüllt wäre. Kleiner Hinweis an der Stelle, für die Umsatzsteuer gilt das Ganze nicht, denn die Umsatzsteuer, die gilt nur bis zur Landesgrenze. Hintergrund ist einfach, wir haben in Italien und in Deutschland in dem Fall verschiedene Umsatzsteuersätze. Für die Regelbesteuerung, also für den Regelsteuersatz zum Beispiel, den ermäßigten Steuersatz. Deshalb kann ich ja in Italien keine deutschen Umsätze erklären und umgekehrt. Deshalb macht es einfach jede Gesellschaft in ihrem jeweiligen Land. Jetzt machen wir wieder eine Gewinnausschüttung, wie gerade eben, auch wieder von der Tochtergesellschaft an die Muttergesellschaft unter Einbehalt von deutscher Kapitalertragssteuer. Haben wir schon wieder die 26,375%. Und bei der Muttergesellschaft in Italien wird die Gewinnausschüttung versteuert, und zwar in voller Höhe. Und die Steuer wird wieder angerechnet.
Ja, genau wie vorher. Ich habe hier einen Liquiditätsnachteil und die Anrechnung der Steuer. Aber auch eine Besonderheit, immer nur in Höhe der jeweiligen Körperschaftssteuer des jeweiligen Landes. Wenn ich jetzt die Muttergesellschaft in einem Land habe, wo zum Beispiel die Körperschaftssteuer nur 20% hat, dann muss ich ja aus deutscher Sicht trotzdem 25% Kapitalertragssteuer einbehalten. Und die 5% Differenz, die kann man nicht anrechnen. Und ich kann sie auch steuerlich nicht abziehen, weil ich kann ja Steuern nicht steuerlich wirksam geltend machen. Das geht nicht. Heißt, hier bleibe ich zum Beispiel auf 5% Steuerbelastung sitzen, in dem Fall 5.000 Euro, die ich selber tragen muss. Ja, die Lösung ist natürlich, auch in der EU gibt es einheitliche Regelungen. In dem Fall ist es die EU-Richtlinie. Und Richtlinien gelten immer EU-weit und werden dann über Verordnungen in nationales Recht umgesetzt. In dem Fall von der EU-Richtlinie über eine nationale Verordnung in deutsches Recht. Und das ist der 43b Einkommensteuergesetz. Und es ist umgangssprachlich einfach nur die Mutter-Tochter-Richtlinie. Das heißt, wenn ich eine Gewinnausschüttung habe von der deutschen Gesellschaft an die italienische, dann kann die italienische Muttergesellschaft, die Holding, im Nachhinein einen Antrag auf Erstattung stellen. Geht immer erst im Nachhinein, denn Kapitalertragssteuer und Soli sind immer einzubehalten. Und so steht es auch im Gesetz drin. Das gilt auch dann, wenn eine etwaige Freistellung Anwendung findet. Das heißt, die Freistellung in dem Fall wäre hier das Doppelbesteuerungsabkommen oder ein Abkommen nach 43b Einkommensteuergesetz auf Basis dieser Mutter-Tochter-Richtlinie. Das wäre in dem Fall die entsprechende Norm. Und dadurch kann die Muttergesellschaft eben sich die Kapitalertragssteuer erstatten lassen. Und der Antrag ist zu stellen beim Bundeszentralamt für Steuern. Und auch hier haben wir wieder eine Mindestbeteiligung von 10%, genau wie vorhin. Die 10%, die kommen immer wieder. Das ist die notwendige Beteiligung, die die Muttergesellschaft einfach an der Tochtergesellschaft braucht. Ja, alternativ zu diesem Kapitalertragssteuereinbehalt und dieser Kapitalertragssteuererstattung kann man jetzt auch hier einen Antrag auf Freistellung stellen, auch landesübergreifend, sprich wenn ich die Mutter in Italien habe und die Tochter in Deutschland. Das Ganze muss vor der Gewinnausschüttung erfolgen und hier sollte man auch ausreichend Zeit einplanen, weil das Ganze muss erst durchs Bundeszentralamt für Steuern bearbeitet werden und man braucht in der Regel Bestätigungen von den jeweiligen Finanzämtern, dass die Gesellschaft in Italien oder in Deutschland eben für steuerliche Zwecke erfasst wird. Und Voraussetzung auch hier wieder ist, dass die Muttergesellschaft als Kapitalgesellschaft mindestens 10% an der Tochtergesellschaft beteiligt ist und eben 43b in dem Fall erfüllt ist. Sprich, 10% Beteiligung mindestens an der Tochtergesellschaft. Ja, und diesen Antrag, hier noch ein Hinweis an der Stelle, den kann man nicht ganz so einfach stellen. Da gibt es immer einen Fragebogen zur Prüfung vom Bundeszentralamt für Steuern, einfach um Missbrauch zu vermeiden. Da wird zum einen geprüft eine persönliche und eine sachliche Entlastungsberechtigung. Hintergrund ist einfach, dass man hier keine, ich sag mal, leeren GmbHs dazwischen schaltet. In der Praxis werden hier oft Zwischenholdings gemacht, die zwischen Mutter und Tochter kommen. Die sind in der Regel in der Schweiz, in den Niederlanden oder in Luxemburg, weil hier habe ich entweder geringen Kapitalertragssteuerabzug, geringe Körperschaftssteuer oder aufgrund von einem Doppelbesteuerungsabkommen günstige Anrechnungsregelungen. Und vielleicht der Hinweis zum Doppelbesteuerungsabkommen. Das Abkommen soll natürlich nicht doppelt besteuern, sondern es heißt offiziell einfach nur Abkommen zur Vermeidung einer Doppelbesteuerung. Deshalb, sobald man diesen Antrag einreicht, wird kurz darauf ein Fragebogen vom Bundeszentralamt für Steuern kommen. Und die wollen eben einige Erläuterungen haben. Und da geht es dann um folgende Punkte, dass jemand keinen Anspruch hat, hier oben auf Erteilung von der Kapitalertragssteuer und vom Steuerabzug. Wenn Personen, sprich natürliche oder juristische, in dem Fall die Zwischenholding, wenn die beteiligt ist, und einfach nur zwischengeschaltet wird und die Einkünfte nicht unmittelbar erzielt würden
oder kein wesentlicher wirtschaftlicher Zusammenhang zur eigentlichen Tätigkeit besteht. Wir erinnern uns, wenn ich eine Holding zwischenschalte, die hält ja nur die Beteiligung. Da steckt keine Wirtschaftsleistung dahinter. Und das wäre eben Missbrauch. Und hier gilt dann eben auch der 42 der Abgabenordnung. Das ist dann in dem Fall eine unzulässige Gestaltung, wenn ich hier so leere Zwischenholdinggesellschaften einfach zum Steuersparen dazwischenschalte. Kommen wir jetzt zum fünften Punkt, die doppelstöckige Holding. Und hier ist es so, wir haben jetzt eine neue Gesellschaft dazwischen geschaltet. Sie sind jetzt als Gesellschafter an dieser Muttergesellschaft beteiligt. Die ist wiederum an einer Gesellschaft beteiligt und die ist wiederum an einer Gesellschaft beteiligt. Und hier unten haben wir eben unsere operativen Gesellschaften. Hier werden Gewinne und Verluste erwirtschaftet. Und ich kann jetzt eben verschiedene Organkreise kombinieren. Ich kann alles mit einbeziehen. Ich kann nur die unteren einbeziehen, die oberen. Das kann man entsprechend gestalten. Und da ist natürlich die Frage, warum sollte man das jetzt überhaupt machen? Wieso sollte ich denn nochmal eine Gesellschaft mit einbeziehen? Hier gibt es jetzt einige Vorteile, die man sich zunutze machen kann. Zum einen natürlich kann ich eine Zwischenorganschaft einrichten zur Gewinn- und Verlustverrechnung. Dann kann ich Gewinnausschüttungen steuergünstig gestalten, sprich mit 1,5% Besteuerung statt mit 30%. Den Steuersatz, den hätte wahrscheinlich jeder gern in seiner Einkommensteuer, gibt es aber auch wieder nur im betrieblichen Bereich. Dann habe ich noch die Vergünstigung bei der Veräußerung von Beteiligungen, auch mit 1,5% Steuerlast. Und jetzt ein interessanter Punkt, ein Vorteil, falls der Gesellschafter ins Ausland ziehen möchte. Da kommen wir jetzt auch gleich dazu. Und unabhängig von steuerlichen Gestaltungen natürlich kann ich diese ganzen Overhead-Aufgaben bündeln, sprich die Geschäftsführungsfunktion, Controlling, Finanzierung, Marketing, die Steuerstrategie, kann man alles einheitlich über eine Holding-Gesellschaft bündeln und für die Tochtergesellschaften eben entsprechend anwenden. Ja, Nachteile gibt es an der Stelle natürlich auch. Das Ganze ist doch sehr aufwendig und komplex. Ich muss sehr viele Vorschriften einhalten, ich muss viele Verträge beachten. Hab natürlich Kosten, nicht nur für Rechtsanwalt, Notar oder Steuerberater, sondern natürlich auch für eine neue Gesellschaft. Die muss erstmal gegründet werden, die braucht ein Stammkapital und die muss natürlich auch mit Leben gefüllt werden, weil nur leere Gesellschaften ohne Sinn und Zweck, wenn ich die nur zum Steuersparen nutze, kann das zu Problemen führen. Ja, in der Regel schaut es eben wie folgt aus. Wir haben oben unsere Muttergesellschaft, das ist eine GmbH oder Personengesellschaft, eine gewerbliche Personengesellschaft in dem Fall. Und die hält einfach nur die Beteiligung an der Tochtergesellschaft. Die Tochtergesellschaft selber ist in der Regel eine GmbH. Wir erinnern uns, als Organgesellschaft muss es eben eine AG sein, eine KGaA, eine SE, also die Europäische Gesellschaft oder die GmbH. Und gleichzeitig ist die Gesellschaft in der Mitte Organgesellschaft der oberen und Organträger der unteren Gesellschaften. Heißt, die GmbH würde beide Voraussetzungen in dem Fall erfüllen. Und hier unten wieder unsere operativen Gesellschaften, in unserem Beispiel eben auch GmbHs. Und jetzt kommen wir zu einigen Vorteilen bei dieser doppelten Holding. Der erste Punkt wäre jetzt mal, wenn ich oben eine GmbH und Co. KG habe. Vielleicht mal grundsätzlich die Besteuerung bei der Personengesellschaft. Hier habe ich das Transparenzprinzip, sprich man greift auf die Gesellschafter durch und nicht die Gesellschaft selbst wird besteuert, sondern die Gesellschafter. Die Personengesellschaft selber, die zahlt Gewerbesteuer und Umsatzsteuer. Aber die Gesellschafter versteuern auf privater Ebene die Erträge und zwar mit ihrer Einkommensteuer. Und bei der GmbH und Co. KG habe ich in der Regel eine gewerbliche GmbH und Co. KG. Man könnte sie auch gewerblich entprägen, dann können wir sie aber nicht für unsere Organschaft verwenden. Also in dem Fall ist sie auch gewerblich. Die GmbH dagegen, erinnern wir uns, wird selbst besteuert mit Körperschaftssteuer und Gewerbesteuer. Heißt, hier wird nicht auf die Gesellschafter durchgegriffen. Und das ist jetzt ein Vorteil und zwar, wir befinden uns ja in entsprechend großen Unternehmensgrößen. Da gibt es laufend Betriebsprüfungen. Wenn jetzt eine Betriebsprüfung kommt und es gibt mehr Ergebnisse bei der Personengesellschaft, dann wird dieses Mehrergebnis
auf Ebene der Gesellschafter privat in der Einkommensteuer versteuert. Und je nachdem, wie hoch dieses Mehrergebnis ist, kann es natürlich zu einer, ich sag mal, unangenehmen Steuerbelastung führen. Und dementsprechend natürlich muss man erstmal die Liquidität für Steuern aufbringen, die man nicht eingeplant hat. Das heißt, Schutz vor Gesellschaftern ist hier der Hauptgrund, dass man eben zum Beispiel eine GmbH dazwischen schaltet. Weil das Mehrergebnis würde bei der GmbH landen, muss auch bei der GmbH versteuert werden, aber auf privater, persönlicher Ebene gibt es eben hier keine Verknüpfung. Das heißt, hier könnte man nämlich den operativen Bereich von der GmbH und Co. KG auslagern auf eine neue GmbH. Und dann habe ich schon mein erstes Firmenkonstrukt. Und davon gehen wir jetzt aus, dass wir hier oben die GmbH und Co. KG haben und hier in der Mitte unsere Zwischenholding GmbH. Und jetzt ist wieder so, jetzt erfolgt eine Gewinnausschüttung, auch wieder ganz unten von der operativen Gesellschaft an die Tochtergesellschaft. Auch hier wieder genau wie vorhin, ich habe 1,5% Steuerbelastung im Ergebnis, weil ich habe eine 95%ige Steuerbefreiung. In der Bilanz buche ich wieder 100.000 Euro zum Beispiel als Ertrag, wenn ich 100.000 Euro Gewinnausschüttung habe. Und außerbilanziell kürze ich 100.000 raus und habe wieder meine 5% nicht abzugsfähige Betriebsausgaben und dementsprechend nur eben diese Steuerbelastung von 1,5%. Und jetzt ist eben auch zu beachten, ein Punkt, warum wir eine GmbH dazwischen geschaltet haben, hier in der Mitte. Diese Gewinnausschüttung und diese Begünstigung mit den 5%, die ich zu versteuern habe, die gilt natürlich nur zwischen GmbHs. Wenn ich eine Gewinnausschüttung von GmbH an Personengesellschaft habe, dann gibt es keine Begünstigung im Sinne von diesem 8b KStG, sprich hier muss ich mehr als diese 1,5% Steuern zahlen. Ein weiterer Vorteil ist jetzt die erwähnte Wegzugsbesteuerung. Vielleicht hierzu ein kurzer Hintergrundcheck. Wir haben das Außensteuergesetz und da gibt es eine Vorschrift, da gilt die Beteiligung an einer GmbH, die im Privatvermögen ist, also von Ihnen als Gesellschafter und Sie sind mit mehr als 1% beteiligt, in der Regel ja mit 100% an Ihrer GmbH und Sie würden ins Ausland ziehen, dann gilt diese Beteiligung als veräußert. Und zwar, wenn Sie einmal in Deutschland nicht mehr steuerpflichtig sind, sprich, Sie wechseln Ihren Wohnsitz oder Sie schenken die GmbH-Beteiligung an jemanden, der bereits im Ausland wohnt und nicht mehr in Deutschland steuerpflichtig ist. Oder Deutschland wird dahingehend eingeschränkt, dass man zum Beispiel in Länder zieht, dieses Besteuerungsrecht nicht mehr Deutschland zuweisen, sondern eben diesem anderen Land. Wäre auch möglich. Und da ist der große Nachteil, Ihre Beteiligung wird veräußert, fiktiv, wird besteuert. Das Ganze unter Anwendung vom Teileinkünfteverfahren bei GmbH-Beteiligung im Privatvermögen. Heißt, ich habe hier 40% steuerfrei, muss aber immer noch 60% besteuern und das ohne, dass Sie überhaupt Liquiditätsfluss haben. Also Sie erhalten ja kein Geld, Sie müssen nur Steuern zahlen auf einen fiktiven Gewinn. Und je nachdem, wann Sie die GmbH gegründet haben, vielleicht vor 20 Jahren mit 25.000 Euro Kapital, der gemeine Wert, der ist jetzt stark angewachsen, dann wird die Differenz mit 60% versteuert. Und das will man natürlich vermeiden. Deshalb schauen wir uns das nochmal ganz kurz an, wie das wäre. Aktuell ist es vielleicht so, wir haben eine einfache Holdingstruktur. Sie halten 100% an Ihrer GmbH. Und die Holding wiederum an der operativen Gesellschaft. Ja, ich kann hier unten wieder meine Gewinnausschüttungen machen, steuerbegünstigt zu 95% steuerfrei. Aber die Gefahr ist weiter oben. Die besteht hier, weil die Beteiligung in Ihrem Privatvermögen ist. Und wenn Sie jetzt aus Deutschland wegziehen und Ihren Wohnsitz aufgeben, dann gilt das als Verkauf und das wird eben besteuert. Und deshalb macht man die doppelte Holdingstruktur. Man schaltet eine GmbH und Co. KG zum Beispiel dazwischen. Wenn wir jetzt wieder eine GmbH dazwischen schalten, haben wir das gleiche Problem nochmal. Also das löst das Ganze nicht. Deshalb habe ich jetzt hier die Zwischenholding, die bleibt. Und drüber füge ich eine GmbH und Co. KG ein. An der sind Sie zum Beispiel alleine beteiligt, vielleicht auch mehrere Personen.
Und wenn Sie jetzt wegziehen, hat es keine steuerlichen Folgen aus deutscher Sicht, denn eine Personengesellschaft ist nicht im Außensteuergesetz genannt. Das Ganze gilt nur für GmbH-Beteiligung. Und so kann man eben auch diesen Verkauf oder diese fiktive Besteuerung vermeiden. Kommen wir zum vierten Vorteil. Und ich habe das Ganze jetzt mal auf die Spitze getrieben. Ich habe jetzt hier mal nochmal eine Zwischenholding eingefügt, indem ich hier zum Beispiel noch eine GmbH habe, weil man weiß ja nie, wie sich diese Konstrukte entwickeln. Es kann ja vom Einzelunternehmen starten zur GmbH. Man gründet eine Tochtergesellschaft. Vielleicht kauft man ein Konkurrenzunternehmen auf. Vielleicht will man die Familie beteiligen, gründet noch eine Familiengesellschaft. Und dann habe ich am Ende ganz viele Gesellschaften. Und am Ende muss ich natürlich schauen, wie kann ich das steuerlich gestalten. Und jetzt mache ich im Prinzip eine Verknüpfung aus Ergebnisabführungsvertrag, sprich steuerliche Organschaft, mit Schuldübernahmeverpflichtung zur Gewinn- und Verlustverrechnung und kann das natürlich jetzt kombinieren mit Gewinnausschüttungen. Aber jetzt kommt das ganz große Problem oder eine große Gefahr. Man muss achten, wie man diese Verträge entsprechend verknüpft. Hier nochmal ganz kurz die Voraussetzungen für die Gesellschaften. Wenn ich eine Muttergesellschaft habe, zum Beispiel als gewerbliche Personengesellschaft, ja, dann ist das mein Organträger hier, die Voraussetzung ist erfüllt. Und hier habe ich zum Beispiel GmbHs, die sind einerseits hier wieder Organgesellschaft der Mutter, gleichzeitig Organträger der Nachfolgenden. Und die GmbH würde in dem Fall alle Voraussetzungen erfüllen. So, und jetzt haben wir hier ein ganz großes Konstrukt. Wir haben unten unsere Gesellschaften, die erwirtschaften zum Beispiel Gewinn und Verlust. Dann habe ich hier einen Organkreis. Das heißt, hier werden die Gewinne und Verluste verrechnet, kann meine Verluste steuerlich geltend machen und besteuere das Ganze mit 30% auf Ebene der GmbH. Dann kann ich eine Gewinnausschüttung machen nach oben. Die wird auch begünstigt. Die ist zu 95% steuerfrei. Und jetzt könnte man sagen, jetzt Ergebnis der GmbH, das kann man jetzt nach oben über diesen Ergebnisabführungsvertrag transferieren, weil wir erinnern uns ja, die Gewinnausschüttung ist nur zu 95% steuerfrei hier zwischen GmbHs. Heißt, von GmbH an Personengesellschaft gibt es nicht. Da könnte man ja auf die Idee kommen, jetzt mache ich hier auch einen Organkreis, weil dann landen ja die Gewinne automatisch da oben ohne Gewinnausschüttung. Also kein Kapitalertragsteuereinbehalt, keine Steuerbelastung und dann hätte ich ja das perfekte Konstrukt eigentlich geschaffen. Hier ist jetzt zu beachten, dass das Problem hier oben ist, denn sobald hier ein Gewinn landet, dann wird der nicht hier unten besteuert, sondern die Besteuerung erfolgt immer auf Ebene des Organträgers. Wir erinnern uns, aufgrund der Abführung von den operativen Gesellschaften erfolgt hier die Besteuerung. Hier eine Gewinnausschüttung, das ist ohne Probleme. Hier landet der Ertrag, der wird nur mit 5% besteuert. Aber jetzt wird automatisch hier nicht besteuert, sondern bei der Personengesellschaft. Und hier gilt das Transparenzprinzip schlicht. Es wird durchgegriffen auf die Gesellschafter. Und die Gesellschafter müssen alles mit dem persönlichen Einkommensteuersatz versteuern. Also absolut nicht empfehlenswert, die Gestaltung. Jetzt kürzen wir hier eine Gesellschaft wieder raus, haben immer noch zwei Organkreise. Aber hier ist jetzt auch das Problem. Ich habe einmal die automatische Abführung nach oben und hier eine Gewinn- und Verlustverrechnung, aber keine Besteuerung. In dem Fall haben wir die GmbH, die ist gleichzeitig Organträger der unteren und Organgesellschaft der oberen. Aber auch hier wird automatisch das Ergebnis nach oben abgeführt und ebenso hier oben besteuert. Sprich auch wieder mit dem persönlichen Einkommensteuersatz. Das heißt, auch nicht empfehlenswert. Sollte man so eine Konstruktion machen, wäre es tatsächlich sinnvoll, nur einen Ergebnisabführungsvertrag, einen, nicht zwei, Gewinn- und Verlustverrechnung auf der oberen und Besteuerung mit 30%. Dann kann man mit dem Geld auf Ebene dieser Zwischenholding arbeiten und entsprechend die Finanzierung zum Beispiel übernehmen für die unteren Gesellschaften. Oder wenn man auf dem privaten Bereich Geld braucht,
geht das wiederum über eine Gewinnausschüttung, auch wieder unter Einbehalt von Kapitalertragssteuer, aber nicht zu 95% steuerfrei hier oben, aber immer noch zu 40% steuerfrei. Aber das wäre eher eine Gestaltung, die man empfehlen kann, als die anderen, weil ansonsten habe ich eben erhebliche Doppelbesteuerungen teilweise. Ja, fünfter Vorteil bei der doppelten Holding wäre in dem Fall die Immobilien GmbH. Zum Beispiel habe ich meine Vermietungs GmbH hier auf der rechten Seite, die hält einfach nur das Betriebsgrundstück, also das Firmengebäude zum Beispiel. Und das wird vermietet an die operative GmbH. Hier erfolgt zum Beispiel Produktion von Maschinen. Die operative GmbH, die zahlt wieder Miete. Die Miete kann man steuerlich absetzen in voller Höhe, wirkt sich also bei dieser operativen GmbH mit 30% aus, Körperschaftssteuer und Gewerbesteuer. Und die Mieteinnahme, die muss natürlich hier wieder besteuert werden. Auch eine GmbH heißt, hier habe ich ja eigentlich auch 30% Besteuerung, Körperschaftssteuer und Gewerbesteuer. Also habe ich doch eigentlich keinen Vorteil. Ich muss ja in beiden Fällen mit 30% besteuern. Das ist aber nicht so. Es gibt einen Antrag auf erweiterte Kürzung für die Gewerbesteuer, und zwar in dem Fall bei der Vermietungs GmbH, wenn deren Zweck hauptsächlich in der Verwaltung von Immobilien besteht. Dann kann ich eine erweiterte Gewerbesteuerkürzung machen und dann bin ich hier gewerbesteuerfrei. Heißt, hier kann ich 30% steuerlich geltend machen. Hier muss ich die Mieteinnahmen aber nur mit 15% versteuern. Also mein Steuervorteil liegt in der Gewerbesteuer, die ich mir hier spare. Und das eben diese knapp 15%. So viel zur doppelten Holding. Das waren jetzt mal im Wesentlichen die Vorteile, die man hier gestalten kann. Und jetzt verkleinern wir unsere Holdingstruktur wieder und schauen uns mal an, was man jetzt machen könnte. Denn diese Holding, dieses gigantische Konstrukt mit vielen Gesellschaften, möchte man zum Beispiel wieder verkleinern, einfach weil das Geschäftsmodell wäre uninteressant. Man hat vielleicht hohe Konkurrenz bekommen, braucht eine der operativen Gesellschaften nicht mehr, es rentiert sich nicht mehr. Oder vielleicht will man sich einfach komplett am Markt neu orientieren. Dann könnte man jetzt eben diese operative Gesellschaft, die bei uns ganz unten waren, eine davon zum Beispiel, die brauchen wir nicht mehr. Die könnten wir jetzt liquidieren. Problem ist hier, das Ganze ist sehr zeitaufwendig. Man muss ja erstmal die Liquidation beschließen, man muss den Gläubigeraufruf machen, hat das sogenannte Sperrjahr, also eine Frist von einem Jahr, bevor man die GmbH überhaupt löschen kann. Danach gibt es die Liquidationsbesteuerung. Ist ein langwieriger und zeitaufwendiger Prozess. Dauert entsprechend. Und in der Zeit kann sich natürlich sogar die gesamte Planung bei der Holding auch wieder ändern. Deshalb wäre möglich, man macht eine Verschmelzung auf eine andere Gesellschaft. Ja, entweder Sidestream, Upstream oder Downstream, sprich von Tochter auf Tochter, von Tochter auf Mutter oder von Tochter auf eine Enkelgesellschaft zum Beispiel. Kann man in alle Richtungen verschmelzen oder natürlich ich verkaufe einfach die Gesellschaft. Wir schauen uns jetzt die Verschmelzung und den Verkauf an. Die Liquidation, die lassen wir jetzt mal außen vor. Und bei der Verschmelzung ist es eben so, ich habe hier bestimmte Vorschriften zu beachten. Gemäß Umwandlungsgesetz und das zugehörige Umwandlungssteuergesetz. Wenn wir zum Beispiel sagen, wir haben hier die Gesellschaft, die brauchen wir nicht mehr. Wir verschmelzen die jetzt per Sidestream-Merger auf unsere Schwestergesellschaft hier. Gibt es eben einige Punkte zu beachten. Zum einen war vielleicht das Geschäft hier drüben die letzten Jahre nicht mehr rentabel. Hier haben sich Verluste angesammelt. Wenn ich eine Verschmelzung mache, dann gehen die Verluste nicht über und ich kann die hier mit Gewinnen verrechnen. Die Verluste, die sind einfach weg. Also da kann ich nichts mehr steuerlich abziehen. Deshalb in dem Fall einfach die Empfehlung, nicht in dem Fall von rechts nach links verschmelzen, sondern einfach die Gewinngesellschaft auf die Verlustgesellschaft verschmelzen und den satzungsmäßigen Zweck der GmbH ändern. Dann kann ich nämlich die Verluste weiterhin nutzen. Und ein weiteres Problem ist beim EAV oder BGAV, also bei dem Ergebnisabführungsvertrag,
den muss ich immer für mindestens 5 Zeitjahre durchführen. Wenn ich das nicht mache, dann habe ich eben die entsprechende Gefahr von verdeckten Einlagen oder verdeckten Gewinnausschüttungen. Und ich kann in der Regel diesen Vertrag nicht vorzeitig beenden. Es gibt Ausnahmen für die vorzeitige Beendigung. Das Ganze ist sehr überschaubar. Da heißt es nämlich nur, dieser Vertrag, der kann beendet werden aus einem wichtigen Grund. Ja, zum einen die Veräußerung oder Einbringung oder in unserem Fall hier die Verschmelzung oder Spaltung. Also alle Vorgänge im Sinne vom Umwandlungsgesetz sind hier genannt. Weil wenn ich zum Beispiel die Verschmelzung habe, dann komme ich hier wieder raus, weil es kann auch sein, dass dieser Ergebnisabführungsvertrag, wenn die Gesellschaft verschmolzen wird, durch die andere Gesellschaft fortgeführt wird. Das funktioniert also. Ansonsten gibt es keinen Grund, dass ich diesen Vertrag vorzeitig beenden kann. Und wichtig ist auch, wenn man weiß, man könnte ja auf die Idee kommen, ich schließe diesen Vertrag immer ab, diesen EAV. Dann kann ich ja immer meine Gewinne nach oben transferieren und Gewinne und Verluste verrechnen. Wenn ich aber weiß, dass ich in 3 Jahren schon die Gesellschaft vielleicht verkaufen oder verschmelzen möchte, dann ist es kein wichtiger Grund. Ist extra die Ausnahme hier genannt. Ein wichtiger Grund ist nicht anzunehmen, wenn bereits vorher feststand, dass ich das nicht 5 Jahre lang durchführen kann. Und hier ist man natürlich in der Beweislast gegenüber dem Finanzamt. Und das muss man erstmal rückwirkend wieder beweisen, dass eben diese 5 Jahre ernsthaft geplant waren. Das heißt, hier ist ein großes Problem und diesen Vertrag sollte man nicht leichtfertig abschließen. Alternative zur Verschmelzung ist einfach, wir nehmen unsere Gesellschaft hier und verkaufen die an die Konkurrenz. Und da ist es zum Beispiel so, ich verkaufe die ganze Gesellschaft für 200.000 Euro, dann habe ich mein Stammkapital bei der Gründung mit 25.000 Euro, sprich ein Gewinn mit 175.000 Euro und das ist natürlich sehr gut. Problem ist natürlich immer, den Gewinn muss ich besteuern. Ich buche in der Bilanz wieder den Zufluss, also der Kaufpreis, der landet auf meinem Bankkonto, buche die Beteiligung aus. Und die Differenz ist eben Ertrag und der ist steuerpflichtig bei der GmbH. Heißt hier wieder 30% Körperschaftssteuer und Gewerbesteuer, heißt über 50.000 Euro Steuerbelastung. Ist in dem Fall auch nicht so, denn es gibt hier wieder Ausnahmen. Der 8b KSTG, wie bei der Gewinnausschüttung, wird bei der Ermittlung des Einkommens hier aus der Veräußerung eines Anteils an der Körperschaft, da bleibt dieser Gewinn eben außer Ansatz. Sprich, der wird außerbilanziell korrigiert. Ich buche ganz normal in der Bilanz meinen Ertrag mit 175.000 Euro in dem Fall und ziehe außerbilanziell den ganzen Betrag wieder ab. Aber im Gesetz immer weiterlesen. Im Absatz 3 haben wir jetzt hier wieder die Fundstelle mit 5% nicht abzugsfähige Betriebsausgaben. Das heißt, hier rechne ich diese 5% wieder drauf. Und habe deshalb im Ergebnis eben meine 95%ige Steuerbefreiung, auch bei der Veräußerung von Tochtergesellschaften. Und muss deshalb nur 8.750 Euro besteuern anstelle dieser 175.000 Euro. Sprich, ich spare mir 28,5% Steuern. Dann, wenn ich jetzt zum Beispiel die operativen Gesellschaften und die Zwischenholding beenden möchte, dann könnte ich natürlich alle meine Tochter- und Enkelgesellschaften durch die Holding veräußern, habe überall den 8b zur Anwendung, weil ich ja überall meine GmbHs habe, ja, überall 95%ige Steuerbefreiung. Und dann würde folgendes Konstrukt übrig bleiben. Sie als Gesellschafter haben Ihre Personengesellschaft, die hält die Zwischenholding und das war's. Der Rest ist alles verkauft. Und die Gewinne sind jetzt am Ende hier bei der Zwischenholding gelandet und waren zu 95% steuerfrei. Da ist natürlich die Frage, was könnte man jetzt machen? Und wir gehen jetzt davon aus, Sie möchten sich zur Ruhe setzen und kommen deshalb auch schon zum 7. Punkt, dass man diese Holding als private Altersversorgung nutzen kann. Jetzt haben wir hier noch eine Zwischenholding GmbH. Wenn wir die verkaufen
also sprich die Personengesellschaft würde verkaufen, dann haben wir keine 95-prozentige Steuerbefreiung, weil das gibt es ja nur bei GmbHs und wir haben hier eine KG. Sprich, das wird auf persönlicher Ebene bei Ihnen in der Einkommensteuer versteuert und ist da immer noch zu 60% steuerpflichtig. Also verkaufen wir diese Gesellschaft nicht. Stattdessen gibt es zwei Möglichkeiten. Das erste wäre die Rentner GmbH, umgangssprachlich, ist kein offizieller Begriff. Und das zweite wäre auch wieder hier Immobilieninvestitionen aufgrund dieser erweiterten Gewerbesteuerkürzung. Jetzt schauen wir uns das mal ganz kurz an, wie man das gestalten kann, diese Rentner GmbH. Voraussetzung ist hier, ich habe eine bestehende Pensionszusage. Es geht jetzt hier nicht um den Neuabschluss, sondern die Pensionszusage, die muss bereits bestehen. Am besten wäre es natürlich, wenn man diese Pensionszusage über die Holdinggesellschaft damals schon erteilt hat. Aber es kann natürlich auch eben sein, aufgrund von Umwandlungen, Umstrukturierungen, Zukäufen, Verkäufen, könnte diese Pensionszusage eben auch in einer ehemaligen operativen Gesellschaft unten gelandet sein. Und jetzt muss man gedanklich zwei Schritte zurückgehen. Wir erinnern uns an unser großes Konstrukt. Wir haben die Muttergesellschaft, die Zwischenholding und viele operative Gesellschaften unten drin. Und in einer dieser operativen Gesellschaften haben wir diese Pensionszusage. Und die wird jetzt ausgelagert. Und zwar bevor wir die ganzen Tochtergesellschaften verkaufen. Hier nochmal die Info. Wir schließen keine neue Pensionszusage über die Holding GmbH ab. Weil die Pensionszusage ist ein eigenes Thema, da könnten wir jetzt noch mal eine Stunde drüber reden. Ich habe hier bestimmte steuerliche und rechtliche Voraussetzungen, zum Beispiel, dass zwischen der Zusage und dem Zeitpunkt der Pension mindestens 10 Jahre liegen müssen. Wenn das nicht der Fall ist, dann habe ich wieder verdeckte Gewinnausschüttungen. Die sind zu besteuern und können nicht steuerlich abgezogen werden. Deshalb Pensionszusagen, spannendes Thema, aber auch mit vielen Problemen verbunden. Und jetzt natürlich die Frage auch, wieso sollte ich denn überhaupt diese Pension auslagern? Also man kann die Pension nicht einfach so kündigen. Die bleibt bestehen. Da ist eine Rückstellung passiviert für die Verpflichtung zur Erfüllung der monatlichen Rente und in der Regel eine Forderung gegenüber einer Direktversicherung. Ja, die Auslagerung ist ganz einfach. Wir wollen hier die Bilanz bereinigen. Unser Ziel war ja, dass wir die Gesellschaften verkaufen. Und deshalb möchte kein Käufer diese Verpflichtung für lebenslange Versorgungsleistungen überhaupt mitnehmen. Es gibt jetzt hier bestimmte Punkte zur Bilanzbereinigung. Man kann darauf verzichten, ist aber eigentlich von Ihnen als Gesellschafter oder Geschäftsführer ja gar nicht gewünscht. Sie möchten ja die Pension haben. Man kann das Ganze übertragen auf eine Schwestergesellschaft zum Beispiel, wie in unserem Fall, oder auf die Mutterholding. Pensionsfonds oder Unterstützungskasse wäre auch eine Lösung. Oder eben das Ganze übertragen im Rahmen von Umwandlungen und Einbringungen. Ja, wenn ich zum Beispiel meine Gesellschaft verschmelze, dann landet am Ende die Pension auch woanders, weil die muss übernommen werden. Heißt, wenn ich diese Pension auf meine Holding auslager, auf meine Rentner GmbH, so heißt sie jetzt, weil der satzungsmäßige Zweck wird geändert. Wir haben nicht mehr Halten und Verwalten von Vermögen, sondern nur noch Erfüllung von Geschäftsführerpensionszusagen. Das ist der Sinn und Zweck dieser neuen Holding GmbH oder der Rentner GmbH. Ja, in dem Fall ist es natürlich vorteilhaft. Wir haben es ausgelagert aus der operativen Gesellschaft. Es muss nicht der zukünftige Käufer übernehmen, weil der würde natürlich auch den Kaufpreis entsprechend reduzieren, weil man nicht weiß, wie lange diese Verpflichtung überhaupt eingehen muss. Es könnte ja sein, dass Sie mit 60 Jahren diese Pension bekommen und Sie werden 110 Jahre alt, dann darf der Käufer die nächsten 50 Jahre an Sie Pensionszahlungen leisten. Das möchte auch keiner. Die Pensionszahlungen werden deshalb von der Holding GmbH übernommen und sind da als Betriebsausgaben abzugsfähig. Und bei Ihnen in dem Fall steuer- und sozialversicherungspflichtiger Arbeitslohn, eben aus diesem ehemaligen Dienstverhältnis. Umgangssprachlich ist es eine Betriebsrente, es ist aber ganz normal Arbeitslohn. Wenn man es einmalig abfindet und nicht monatliche Zahlungen hat, gibt es hier noch die Fünftelregelung, dann wird das Ganze ermäßigt besteuert. Ist auch ganz nett, kann man noch einiges an Steuern sparen.
Allerdings geht es hier um eine einmalige Kapitalabfindung, sprich eine einmalige Auszahlung, das darf nicht geteilt werden. Und parallel dazu, zu dieser Rentner GmbH, die Pensionszahlungen leistet, haben wir natürlich jetzt enorm viel Geld in der GmbH liegen, weil wir haben ja alle unsere operativen Gesellschaften veräußert, und zwar steuerfrei oder fast steuerfrei mit 95%. Was macht man jetzt mit diesem ganzen Geld, das in der GmbH liegt? Ich kann es natürlich wieder investieren, idealerweise in Immobilien. Und diese Immobilien kann ich vermieten. Hab dadurch auf Ebene der Rentner GmbH die erweiterte Gewerbesteuerkürzung wieder, weil ich nur die Verwaltung der Immobilien habe und die Rentner GmbH, also die Pensionszahlungen. Ich steuere die Mieterträge mit 15%, spare mir also die Gewerbesteuer, und die Pensionszahlungen kann ich als Aufwand bei diesen Mieterträgen dagegen rechnen. Wenn das sogar deckungsgleich wäre, hätte ich gar keine Steuerbelastung. Ein Hinweis an der Stelle noch, die erweiterte Gewerbesteuerkürzung. Wichtig ist, dass wir hier hauptsächlich Verwaltung von Grundbesitz und Kapitalvermögen haben. Wenn ich eine PV-Anlage auf der Immobilie habe, die ich dann kaufe, dann kann die schädlich sein für diese erweiterte Kürzung, weil die PV-Anlage ist natürlich ein eigener Gewerbebetrieb. So, jetzt kommen wir noch zum letzten Punkt, einige insolvenzrechtliche Besonderheiten, aber nur ganz kurz, weil das ist auch wieder ein eigenes Spezialthema für sich. Wenn ich zum Beispiel eine meiner operativen Gesellschaften unten habe und die läuft nicht gut, dann gibt es verschiedene Insolvenzgründe, wie man eben in diese Insolvenz reinrutschen kann. Einmal die Zahlungsunfähigkeit oder eine drohende Zahlungsunfähigkeit oder eine Überschuldung, dass ich einfach meine ganzen Verbindlichkeiten nicht mehr bedienen kann. Und dann ist natürlich die Frage, wenn jetzt meine operative Gesellschaft insolvent geht, was passiert dann mit meinem Vertrag? Weil ich muss den ja 5 Jahre durchführen. In dem Fall ist nämlich auch so, dieser Vertrag, der bleibt auch bestehen. Die Insolvenz kann ein wichtiger Grund für die Beendigung sein, ist aber auch immer gesondert zu prüfen. Und die Steuerschulden oder die Verbindlichkeiten der operativen GmbH hier unten, die kann ja nicht mehr ihre Schulden bedienen. Wenn ich einen Ergebnisabführungsvertrag jetzt abgeschlossen habe, habe ich immer auch eine Schuldübernahmeverpflichtung. Heißt, in dem Fall muss die Zwischenholding in voller Höhe für die Verbindlichkeiten der operativen GmbH aufkommen. Ein Punkt noch wäre die Organschaft. Die ertragsteuerliche Organschaft, die bleibt bestehen in der Regel, ja, weil diesen Vertrag, der wird in der Regel auch nicht beendet. Die Umsatzsteuerorganschaft dagegen, die reißt es in der Regel auseinander, weil hier ist die Besonderheit, bei der Zwischenholding wird der Geschäftsführer zum Beispiel abgelöst durch den Insolvenzverwalter oder bei der operativen GmbH, und dann habe ich natürlich nicht mehr die gleiche Person, die beide Gesellschaften bestimmen kann. Das heißt, die Organschaft, die ist hier beendet für die Umsatzsteuer, der Ergebnisabführungsvertrag, der bleibt in der Regel bestehen. Wenn ich natürlich jetzt keinen Ergebnisabführungsvertrag habe und einfach nur die Vorteile hier der steuerfreien Gewinnausschüttung nutzen möchte, ja, dann kann ich diesen Ergebnisvertrag auch nicht abschließen. Dann habe ich auch hier keine Haftung der Zwischenholding, weil die operative Gesellschaft völlig für sich arbeitet und für ihre eigenen Schulden verantwortlich ist. Daran ändert auch nichts die kapitalmäßige Beteiligung. Ausnahmen gibt es natürlich immer. Wenn ich zum Beispiel über die Zwischenholding eine Patronatserklärung abgeschlossen habe, also die Kreditsicherung im Konzern, um einfach die Liquidität zu sichern, oder Vereinbarungen bezüglich Schuldbeitritt, Bürgschaften oder ähnliches, dann muss natürlich auch die Zwischenholding für die operative GmbH einstehen. Das wären aber die Ausnahmen dazu. Jetzt könnte man auf die Idee kommen, man gibt der operativen GmbH noch Geld, sprich man gibt ihr ein Darlehen, damit sie ihre Schulden bedienen kann, aber die Finanzierung von Tochtergesellschaften ist in dem Fall ein heikles Thema. Stichwort ist nämlich hier das in der Krise gewährte Darlehen. Und in der Krise ist es einfach dann, wenn man nicht mehr weiß, ob die operative Gesellschaft das überhaupt zurückzahlen kann. Und dann gilt das Ganze nicht als Darlehen, sondern einfach nur als nachträgliche Anschaffungskosten auf die Beteiligung.
So, jetzt noch ganz kurz Fazit und Zusammenfassung. Schauen wir uns noch mal kurz die Vorteile der Holding an. Ich kann natürlich in diesem gesamten Konzernkomplex die Synergieeffekte zwischen diesen Tochterunternehmen mir zunutze machen, ja, weil die sind in der Regel in verschiedenen Branchen. Ich kann hier Wissen, Ressourcen und Erfahrung einfach austauschen. Habe meine Vorteile, wenn ich eine Organschaft mache, sowohl mit der Gewinn- und Verlustverrechnung als auch nur mit Gewinnausschüttungen aufgrund der geringen Besteuerung. Dann kann ich aber keine Verlustverrechnung machen, wenn ich keinen Ergebnisabführungsvertrag habe. Das ist auch immer zu beachten. Und natürlich wichtige Themen, die man in der Regel außen vor lässt, ist zum Beispiel eben diese Pensionsrückstellungen, die ich auslagern kann, weil ein Käufer möchte die ja nicht übernehmen. Nachteile ist natürlich, diese ganzen Strukturen sind aufwendig. Man muss die Verträge sicherstellen und dass die auch tatsächlich durchgeführt werden. Man muss auf die Geschäftsführung achten. Man muss diese Unternehmensverträge abschließen. Man hat natürlich dementsprechende Kosten und Haftungsrisiken. Und großer Punkt in der Praxis ist vor allem immer diese 5 Jahre, wo dieser Vertrag durchgeführt werden muss, weil ich diesen eben nicht ohne weiteres beenden kann. Und dann habe ich auch, wenn ich eine GmbH habe, immer Vorschriften vom Aktiengesetz, die ich beachten muss, weil diese Regelungen vom Aktiengesetz gelten dann allgemeingültig für die gesamte Organschaft. Deshalb an der Stelle, steuerliche Planungen bei dieser Holding sind immer im Gesamten zu beurteilen. Da geht es um alle Beteiligungen, die in irgendeiner Form vorhanden sind. Weil es kann auch sein, dass Ihre Beteiligung nicht im Privatvermögen ist, sondern in einem Betriebsvermögen bei einer ganz anderen Personengesellschaft, zum Beispiel dem Sonderbetriebsvermögen. Und das ist für die Planung natürlich enorm wichtig, weil wir brauchen natürlich alle Grundlagen, damit wir das rechtssicher gestalten können. Das heißt, pauschal kann man hier immer tatsächlich schwer Auskunft geben. Das ist immer eine Gesamtbetrachtung, die zu prüfen ist. Aber Vorteil insbesondere, Gewinnausschüttungen und GmbH-Beteiligungen können mit 1,5% besteuert werden und einfach eine 95%ige Steuerbefreiung gibt es sonst bei keiner anderen Variante. Und wenn ich das Ganze noch mit dem EAV kombiniere, dann kann ich auch noch Gewinne mit diesen Verlusten eben verrechnen. So, wir sind jetzt auch schon am Ende angekommen. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Und wenn Sie noch Fragen haben, gerne jetzt noch im Chat. Ansonsten gerne auch mir im Nachgang per E-Mail zukommen lassen. So, Herr Gnädiger, vielen Dank für den tollen Fachvortrag. Gerne. Für die Ausführungen, sehr informativ. Ich glaube, die Zuschauer haben es genauso genossen wie ich. Kurze Frage, insbesondere bei der letzten Thema, also kurz zur Insolvenz, habe ich mich gefragt, wie ist es, wenn einer der Gesellschaft nochmal in die Insolvenz fällt, nur zur Klarstellung, ist die Organschaft auch beendet? Da ist immer zu trennen, wenn ich zum einen, ob ich eine Umsatzsteuerorganschaft habe und eine ertragsteuerliche oder nur Umsatzsteuer oder Ertragsteuer. Mhm. Die ertragsteuerliche bleibt eben aufgrund von diesem Vertrag in der Regel bestehen, weil diesen Ergebnisabführungsvertrag, der wird nicht sofort beendet. Die Organschaft für die Umsatzsteuer, die wird beendet, weil ich keine organisatorische Eingliederung mehr habe, weil der Geschäftsführer, der wird ja durch den Insolvenzverwalter ersetzt. Dadurch können die Mutter zum Beispiel nicht mehr die Tochtergesellschaft beherrschen. Danke, dann schließe ich auch eine zweite Frage. Ist es dann immer gut, in jeder Gesellschaft als Geschäftsführer zu sein? Oder ist es doch vielleicht besser, verschiedene Fremdgeschäftsführer einzusetzen? Man kann oder Sie können als Geschäftsführer in jeder Gesellschaft angestellt sein. Das kann man durchaus machen. In der Regel gibt es aber ja auch ein Gehalt. Und die Haupttätigkeit wird dann in der Steuerklasse 1 erfolgen oder vielleicht 3 oder 5, je nachdem, ob verheiratet. Ja. Und jedes weitere Gehalt zum Beispiel mit der Steuerklasse 6 und dementsprechend höher besteuert. Des Weiteren ist natürlich Sozialversicherung immer zu beachten, weil jedes Anstellungsverhältnis unterliegt ja dann in der Regel der Sozialversicherung. Und hier kann man das Ganze eben umgehen, indem man zum Beispiel einen Geschäftsführerbesorgungsvertrag macht. Also Sie werden über die Holding angestellt und Geschäftsführerleistungen werden einfach nur an die Tochtergesellschaften verrechnet gegen Entgelt.
und Liquidität landet dann eben bei der Holding. Mhm. Vielen Dank. Weil wir mit der Zeit ein bisschen zu knapp sind, letzte Frage. Gerne. Und zwar, ich versuche die so zu formulieren. Kann eine NV-Bescheinigung nur für eine Kapitalsteuer mit 0 Euro bei der Holding beantragt werden oder auch für Differenzbeträge? Also wenn ich diese NV-Bescheinigung beantragt habe, ja, dann gilt die ja im Voraus. Sprich, es ist ja eine Freistellungsbescheinigung und wenn die erteilt wird, dann gibt es keinen Kapitalertragssteuerabzug. Das ist ja immer das Problem. Die Kapitalertragssteuer, die wird ja in der Regel angerechnet. Hm? Und im Rahmen dieser Anrechnung kann ich diese Differenzbeträge, auf denen bleibe ich dann in der Regel sitzen, weil ich hier eben das Problem habe, dass das Ganze eben nur in Höhe der maximalen Körperschaftssteuer von der Muttergesellschaft angerechnet werden kann. Und das ist eben das Problem bei grenzüberschreitenden Gestaltungen. Ich habe ja ganz viele verschiedene Steuersätze zwischen 15 und 30%, teilweise mit der Körperschaftssteuer. Deshalb hier am besten im Voraus diese Bescheinigung beantragen, vor der Gewinnausschüttung, damit man eben im Nachhinein nicht diese Probleme rückwirkend wieder berichtigen muss. Vielen Dank. Liebe Zuschauer, wir sind leider am Ende unserer Zeit. Ich sehe, es sind auch viele andere Themen und Fragen noch im Chat. Da würde ich Sie bitten, direkt an mich zu schreiben, beziehungsweise an Herrn Gniediger. Oh. Und die würden wir auch im Nachgang beantworten. Vielen Dank für die Zeit und ich hoffe, wir können Sie auch beim nächsten Mal bei uns in der AK Spezial begrüßen.